Willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart Wii Custom Tracks Grand Prix Revolution. Wir wollen in diesem Part einen sehr interessanten Cup fahren. Zumindest der Cup-Name ist ungewöhnlich. Mehr als ungewöhnlich. Aber erstmal legen wir fest, wen wir fahren. Im vorletzten Part haben wir Koopa gefahren, dann nach Diddy Kong und nun machen wir mal weiter mit Funky Kong. Zuerst einen leichten, einen mittelschweren und dann einen schweren. Und wir fangen an, oder wir fahren generell mit der Schnuppe. Ja, in diesem Part fahren wir den Bleistift Cup. Ihr habt richtig gehört, Bleistift Cup. Bleistift Cup. Ein interessanter Cup-Name. Der letzte war aber auch nicht verkehrt, also auch schon interessant. Red Loop, okay, das ist die Strecke. Im letzten Part haben wir den Feuer-Luigi Cup gespielt. Also, auch interessant. Okay, eine Feuermap. Wir hatten im letzten und vorletzten Part auch Feuermaps. Und wir sind da in der Höhe. Och, die ist ja klein. 5 Runden, okay. Die ist sehr, sehr klein. Und da wir nur in der Höhle fahren, weiß ich nicht. Da muss die Strecke wirklich so gut sein, dass sie jetzt auch Abwechslung bietet. Oh, ich bin mit Funky Kong sowas an langsam. Ach du Heilige. Ah, da gehen Stellen auch runter, so wie bei Vulkangrollen. Das finde ich gut. Da ist jetzt in jeder Runde nicht so schlimm, aber ich habe trotzdem Probleme. Ich werde gleich überrundet, was? Ja, Kurbeli ist hier genau richtig. Ja, da merkt man, wie kleine Strecke ist. Finde ich jetzt nicht so schön. Das an sich habe ich ja nichts gegen solche kleinen Strecken, aber... Oh, hier durchzukommen ist aber auch extrem schwierig. Bietet halt dementsprechend keine Abwechslung. Es sind zwar ein paar Gegner, aber kommt mir auch so irgendwie vor, als wäre es gespamme. Ich bin von dieser Strecke nicht überzeugt. Wir sind jetzt schon in der letzten Runde. Ja, es gibt zwar hier Dinge, aber es ist mir zu voll geklatscht. Es ist mir deutlich zu voll geklatscht. Ich komme hier nicht über die, durch die Runden. Na gut, ich fahre halt auch einen schweren Charakter, aber selbst das müsste ja eigentlich rein theoretisch klappen. Ich werde jetzt wirklich schon überrundet. Ernsthaft? Die Bewertung fällt mir jetzt auch dementsprechend schwer. Aber die Grüne wird mich bestimmt gleich treffen. Die Grüne wird mich gleich treffen, oder? Nee. Ist viel hingeklatscht. Ach, diese Kurve ist hier am schlimmsten. Aber wenn man hier mal die Kurve gut nimmt, dann geht das hier eigentlich. Ach komm, wäre ich noch etwas anders als 12. Das wäre eigentlich schon ganz gut. Letzte Runde. Ja, die Strecke... Ich gebe ihr eine 4. Eine 4 gebe ich ihr. Oh, was habe ich mit Pilzen? Ich bräuchte, wenn schon, einen Kurbeli. Komm da hinten, Kurbeli. Nicht runterfallen. Blitz. Ah, nee. Wird auch nichts mehr. Ich bin Letzter. Ich bin Letzter. Ernsthaft? Ich hoffe, die nächsten Strecken werden besser. Dass ich wenigstens noch irgendwie Chance auf den Pokal habe. Nächstes Rennen ist Suzuka Circuit. Aha. Die sieht doch schon mal ordentlich besser aus. Das sieht wie so eine typische Rennstrecke aus. Ja. Suzuka Circuit. Das ist eine typische Rennstrecke aus irgendeinem normalen Rennspiel, sage ich mal. Autorennspiel. Aber mal sehen. 2 Runden. Okay. Vielleicht auch besser für Funky Kong. Zumal, weil wir eher der Schnellere sind. Mit mehr Gewicht. Das passt mehr zum richtigen Autorennen. Ja, links eine Pannenbucht. Das ist typisch... Ah ja, ist das schön. Ist das schön. Schon viel besser. Hier können wir ordentlich abgehen. Dementsprechend halt auch keine Elemente aus dem Mario Kart Universum. Dementsprechend halt auch keine Gegner. Gut, ich muss aber auch sagen, die würden hier überhaupt nicht hinpassen. Die Bäume sehen da realistisch aus. Es ist generell eine realistisch gestaltete Map. Es ist auch interessant, mal auf solcher Map zu fahren. Ich weiß nicht, ob die aus irgendeinem Spiel kam. Aber es wurde da jetzt nichts gesagt, dass das irgendwie auch aus dem Spiel kommen soll. Hat man zumindest nicht gesehen.
Naja, ach, hier gibt es zwei Wege, interessant. Suzuka Circuit. Sagt mir halt auch nichts. Daher, wir sind zwar noch in der ersten, na gut, wir sind noch lange in der ersten Runde. Wir gucken uns erstmal die Strecke generell an. In der zweiten Runde gebe ich dann meine Bewertung ab. Na toll, ich habe eigentlich geschüttet, aber hat nicht ganz so reagiert. Na egal. Runnersonic, okay. Dunlop. Was hat das zu bedeuten? Ich habe so fast die Vermutung, das kommt doch aus irgendeinem Spiel. Die Frage ist, aus welchem Spiel? Aus irgendeinem klassischen Autorennspiel, was man so kennt, was... Keine Ahnung. Und da ist die... Ne, ist immer noch nicht die Ziellinie. Ey, wie weit sind wir denn weg von... Ey, wie groß ist denn die Strecke an sich? Da ist die erste Runde vorbei. Hier. Ne, warte, immer noch nicht. Jetzt. Okay. Ist sehr realistisch gestaltet. Hinten im Hintergrund sieht man auch ein paar Strommasten. An sich eine sehr schöne Map. Die Strecke wirkt leer. Allerdings soll sie das halt auch sein. Das finde ich dieses Mal nicht als Kritikpunkt. Weil das ist typisch so ein Rennspiel. Vielleicht, ganz vielleicht, hätte man hier und da vielleicht noch ein Ölfleck hin machen können. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Oder noch besser. Und zwar so ein Auto, was liegen geblieben ist. Was auch irgendwie qualmt oder so. In der Kurve. Oder generell zwei Autos, die zusammengecrashed sind. Oder man hätte vielleicht irgendwie mal gucken können, ob man das schafft, generell hier ein paar Autos fahren zu lassen. Als Rennautos. Dass man die ein bisschen ummodelliert. Das wären noch ein paar coole Ideen gewesen. Bedeutet, dementsprechend ist es keine 1 mehr, aber... Eine 2 plus. Weil diese Dinge, die ich gerade aufgenannt hatte, das hätte verändert, dass diese Strecke trotzdem so leer wirkt. Und es hätte trotzdem zur Strecke eh passt. Oder wollen wir ihr eine 1 minus geben? An sich sieht das halt auch sehr, sehr schön aus, aber na gut, die Bäume sind jetzt auch nicht gerade das Wahre. Eine 2 plus. Wir bleiben bei einer 2 plus. Schön, dass wir nur zwei Runden fahren, weil drei Runden wären auf jeden Fall viel zu viel gewesen. Aber gut, das hat sich der Ersteller auch schon gedacht. Für eine Runde ist es noch ein bisschen zu kurz, aber ist knapp. Also wäre es ein bisschen länger, wäre sogar eine Runde noch gerechtfertigt. Und mich würde wirklich das interessieren, ob das aus irgendeinem Spiel stammt. Aber ich denke nicht, oder? Ach man, ich weiß es nicht. Suzuka Circuit. Ich kann es ja mal nebenbei, während die nächste Runde anfängt, mal kurz eingeben. Suzuka Circuit. Doch! Das ist... Ah! Das ist kein Rennspiel, das ist Real Life. Das Spiel vom Real Life. Und zwar... Das ist eine Rennstrecke in der Nähe der Stadt Suzuka in Japan, unweit von Nagoya. Der Kurs wurde 1962 vom Automobilhersteller Honda nach einem Plan des niederländischen Rennstreckendesigners Hans Hugenholz als Teststrecke errichtet, mitsamt einem Vergnügungspark namens Motopia Park. Okay, das ist die erste Strecke, die wir haben, die nach irgendwas Real Life-mäßig ist. Nein, gebaut wurde. Und genau, ich sehe hier auch ein paar Karten. Das ist genau das. Okay, cool. Na gut, dann gebe ich ihr doch eine 1 minus. Und Forest Creek, damit geht's weiter. Okay, interessanter Einblender. Okay. Ja. Da ja jetzt eine 1 minus bei der Strecke. Diese Strecke scheint jetzt nicht ganz so groß zu sein, auch drei Runden und ich fahre mal wieder den Start. Ich habe in der Zeit einfach zu viel Mario Kart 8 wieder mal gezockt, weil da das Timing anders ist. Aber ich merke das in Mario Kart 8 auch so, dass andere immer einen besseren Superstart hinlegen, weil ich halt auch jetzt die Einflüsse von Mario Kart Wii drin habe. Ich finde das ganz schön interessant, wie halt diese Einflüsse da sind. So, den Blitz konnte ich ein Glück gleich abgeben. Und ja, zur Strecke hier macht bisher einen guten Eindruck. Hier durch ein... Ja, Urwald will ich ja jetzt nicht sagen. Okay, die Kurve passt an sich auch noch. Aber doch schon durch einen dichten Wald.
geht's hier entlang. Und ganz so kurz ist sie jetzt auch nicht. Also wir fahren schon eine Minute für eine Runde. Das passt an sich sogar auch noch. Also unter einer Minute mag ich, oder generell Strecken, wo eine Runde unter einer Minute dauert, mag ich eher weniger. Beziehungsweise dann finde ich halt drei Runden ein bisschen zu wenig. Aber hier passt es sogar noch. Hier passt es. Hier ist es noch im Rahmen. Okay, da eine Wasserfontäne, die aus dem Wasser kommt, finde ich auch schön. Hier ein Wickler, der herumstrampelt, der hier auch auf jeden Fall reinpasst. Und auch dieser Übergang hier ist sehr, sehr schön gemacht. Da gibt es hier eine Brücke. Na toll. Na toll! Na klasse! Darf ich jetzt auch mal fahren? Danke. Sehr, sehr freundlich. Ich weiß nicht, also diese Brücke gefällt mir jetzt nicht so. Auch ist sie so abgeschnitten am Rand. Die hätte besser sein müssen, aber ich glaube, das ist der, ist mein einziger Kritikpunkt, weil hier das Wasser ist schön, generell schöne Strecke, hier ein paar Piranha-Pflanzen, die an sich aber, glaube ich, nichts machen, oder? Nee. Auch nur rot ist das euer Ernst? Na, klasse. Siebenter Platz, ja, Mann. Und ich krieg kein Item, weil ich einfach dumm bin. Aber hier über dem Fluss. Wir haben ja jetzt die letzte Runde. Zeit für eine Bewertung. Und die Bewertung liegt hier. Bei einer 2+. Ist trotzdem noch relativ klein. Nicht gerade abwechslungsreich. Aber das, was sie bietet, ist schön. Außer diese eine Brücke. Bedeutet, wäre die Brücke besser, wäre es auf jeden Fall noch eine 1-. Aber so ist es halt eine 2+. So, ich bin erster, sehr schön. Ab ins Ziel. Und vielleicht ein paar wenige Hindernisse. Hier gibt es zwei Gumbas. Das ist gut, dass hier zwei Gumbas sind. Und der Wickler ist halt auch ganz gut. Okay, es gibt doch noch Hindernisse. Da sind auch noch ein paar Gumbas. Okay, dann nehme ich das zurück. Aber trotzdem 2+, finde ich gerechtfertigt. Okay, Strecke 2. Nee, ist ja nicht 2 von 3. Ist ja nicht Runde 2, sondern Runde 3. Weil wir ja in der ersten Runde letzter wurden. Das ist ärgerlich. Wir sind wenigstens beim Bronzepokal schon angekommen. Gut, letzte Strecke ist dann dementsprechend Dragon Knights Island. Ein Dragoran! Mein Faxo! Pokémon! Shiggy! Geil! Pokémon! Geil! Bin mega gehypt. Okay, der Hintergrund sieht jetzt nicht ganz so glücklich aus, aber es ist Pokémon. Was für Pokémon werden wir hier alles erkennen? Da natürlich Manfax, haben wir schon in der Einblendung gesehen. Hier Pokémon, also Kasten-Dinger. Okay, was waren das da gerade? Drei Runden fahren wir. Ach, Evoli, da Dragoran. Wir haben ja auch, ja gut, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, das Pokémon Pearl Randomizer Nuzlocke Let's Play vor kurzem beendet. Okay, ein Gengar, was wohl Spukball oder so einsetzt, finde ich auch ganz cool. Und auch generell grafikmäßig mega geil. Gerade eben, zumindest die Passage hier, ist ein Kleinstein. Oder zwei Kleinsteins. Dann geht es hier runter. Gehen wir jetzt ins Wasser hinein? Ja, wir gehen ins Wasser. Ah, oh, okay, wir sind hier schon unten. Komm, hier müssen ein paar... Ja, hier ist ein Garados. Nice. Bitte mehr Pokémon strecken. Shiggy, die auch uns entgegenkommen. Was sehr, sehr unglücklich ist, ist leider hier der Hintergrund. Das muss ich dazu sagen. Ja, hier sind Evolis. Och, ich bin kurz Erster. Ernsthaft. Der Hintergrund sieht hier wirklich nicht schön aus. Aber es ist der einzige Kritikpunkt, der mir gerade einfällt. Sonst ist das eine richtig schöne Idee, schöne Strecke. Und ich versuche jetzt noch mehr auf Details zu achten. Natürlich hier ist Dragoran, wie das da herumfliegt. Und generell hier, dieser Blauton, der passt hier richtig rein. Hier Gengar ist ja Gift, Geist. Daher ist es hier halt auch so giftig. Passt also natürlich zu Gengar dementsprechend. Und hier die Kleinsteins. Sehr, sehr schön. Ich hoffe mal, ich habe auch alle Pokémon gesehen.
die es hier zu sehen gibt. Gut, hier hätte man vielleicht noch ein oder zwei andere Pokémon mit reinnehmen können. Aber Gyarados passt hier an sich schon. Hier ein Shiggy. Ja, die hauptsächlichen Pokémon sind da. Weiß nicht, kann man allerdings abkürzen? Ich glaube ja, bei meinem Faxo. Letzte Runde bedeutet Bewertung. Leider, wie gesagt, sehen die Bäume da nicht schön aus. Daher Minuspunkt. Aber nur ein Minuspunkt bedeutet, dass dadurch rutscht die Strecke von 1 plus zu 1 minus runter. Und nee, von 1 plus zu 1 runter. Und 1 passt ja immer noch. So, hier auch der Gengar. Das ist so eine nice Idee. Ich möchte mehr von solchen Strecken. Och man, letzte Runde. Ich möchte das jetzt hier nicht verhauen. Ich möchte meinen Pokal haben. Wir haben noch nie bis... Also wir haben immer bisher einen Pokal bekommen. Also von daher bitte hier jetzt auch. Was soll ich mit dem roten Panzer? Ernsthaft? Der sowieso komplett wegfliegt. Auch hier ist ein... Das ist ein Poké. Och nein, jetzt verhaue ich das hier auch nochmal. Kommt noch ein Item hier da hinten. Ich muss das Beste hier aus dem Item rausholen. Blooper! Ernsthaft? Nein! Ja, moin. Och man! 10. Ach man! Geile Strecke, aber 10. Und somit ist mein Bronzepokal so dieses Mal auch weg. Schade. Sehen wir das erstmal in diesem Let's Play. Die Verlierer-Sicht. Das erste Mal im Let's Play. Wow. Im 32. Part. Aber trotzdem, schöner Cup gewesen. Im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye!